Der Staccato-Preis wird an Züchter von in der Leistungsprüfung besonders erfolgreichen Hengsten vergeben. Liebe Familie Könemann, ich darf Ihnen ganz recht herzlich im Namen des Zuchtausschusses und auch des gesamten Hannoveraner Verbandes Ihnen die Ehrenurkunde zu dem Staccato-Preis 21 überreichen, für den Hengst Walensky. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und auch diese Passion direkt am lebenden Pferd erleben können. Und das macht Spaß und Züchterfreude. Das ist immer die schönste Freude. Da Herzlichen sage ich mal. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, von mir auch. Herzlichen Glückwunsch. Hopsa. Vielen Dank, da freut man sich. Glückwunsch. Dankeschön. Wir sind in diesem Jahr bei den Züchtern, in diesem Fall bei Familie Könnemann mit einer Stute vom Duke of Hearts Contendro aus dem Stamm des Walensky, um den es jetzt hier gerade geht. Vom Valentino Cornet Obolensky, hat eine super Leistungsprüfung gemacht. Und wir haben jetzt mal die Möglichkeit, ein bisschen Hintergrundinformationen auch zu diesem Hengst zu bekommen. Herr Könnemann, erzählen Sie mal ein bisschen erstmal zu der Mutter von Walensky. Was war das für eine Stute? Wodurch hat die sich ausgezeichnet? Ja, es war eine nicht ganz typische Cornet, weil sie im Kopf ziemlich klar war, aber sie hatte sehr viel Vermögen. Und ich habe mich seinerzeit für den Hengst entschieden, weil ich gesagt habe, ich hätte sie gerne noch ein bisschen schöner. Ja, ich würde also nie einen Hengst benutzen, der nicht schön ist, muss ich ganz offen sagen. Ja, weil man immer Gefahr läuft, dass man zum Schluss ein Pferd hat, was sich erstens nicht bewegen kann, zweitens nicht hübsch ist und zum dritten auch nicht springen kann. Die Gefahr besteht immer. Und so hat man wenigstens dann noch einen schönen, den kann man wenigstens noch einigermaßen verwerten. Und diese Stute, die war wie gesagt sehr klar im Kopf. Wir haben sie kaum geritten, sie hat eine Leistungsprüfung gemacht. Ja, und danach habe ich die nur ein paar Mal spazieren geritten. Das ist für uns ganz wichtig, dass die Pferde auch im Gelände einigermaßen sicher sind, dass man sie halt handeln kann. Und dann Valentino eben auch, um Typ zu erhalten. Ja, aus meiner Sicht wurde der Hengst viel zu wenig benutzt. Ja, das ist ein typvolles Pferd, der bewegt sich ganz ordentlich und er ist eben schick. Und er hat halt auch unterm Sattel gezeigt, dass er leistungsfähig ist. Dass er dann nachher eine Verletzung hatte, da steckt der Mensch nicht drin. Und jetzt so zu dem Werdegang von Walensky. Der ist ja, glaube ich, früh vom Hof gegangen. Der ist sehr früh vom Hof gegangen. Es war ein sehr selbstbewusstes Fohlen, ja, auch von sehr großes Fohlen, auch sehr, sehr muskulös, muss man wirklich sagen. Und unser Gestüter, der Sachtleben, ja, der hat also sehr schnell brav Meldung gemacht bei unserem Landesstallmeister Dr. Brockmann. Der war dann auch zügig hier und dann haben wir eigentlich auch nicht so lange reden müssen. Ja, ich mache das immer ganz gerne, das ist ja auch nicht der erste Hengst, den ich ans Landgestüt verkaufe. Und wir haben dem Landgestüt, denke ich, sehr viel zu verdanken als Hannoveraner Züchter und da müssen wir uns auch ein bisschen, wenn es irgend geht, revanchieren. Im Vermögen, im Freispringen, mit deutlichem Abdruck sicher zeigend und hier unter dem Sattel, wie wir gerade eben auch nochmal bestätigt bekamen, auch hier deutlich das Vermögen sicher und gut zeigend. 9,5 die Springmanier, sehr sicher mit Übersicht im Freispringen, gut durch den Körper. Und am hohen Sprung dann im Vorderbein und Hinterbein auch gut winkelnd und öffnend. Unter dem Sattel bestätigte sich das heute nochmals, dass er in Manier und Art immer sicher souverän dann den Sprung absolviert. Springmanier, Wertnote 9,0. Gesamteindruck 9,0. Die Zeit vergeht wie im Flug, aber auch wie im Rausch, gar keine Frage. Es fällt mir immer schwer, wenn ein Fohlen vom Hof geht. Da mache ich gar keinen Hehl draus. Ja. Allein schon deshalb, weil ich so gar nicht mehr mitbekomme, was so direkt draus wird. Ich habe auch keinen Einfluss mehr. Aber ich wusste ja, beim Landgestüt ist er in guten Händen. Und dann bleibt erstmal Hoffnung. Und dann ist natürlich erstmal 2 Jahre nicht viel mehr als Hoffnung, weil er muss halt einfach wachsen, er muss sich entwickeln. Da hat ja keiner einen wirklich großen Einfluss drauf und ich am allerwenigsten. Und als ich dann gehört habe, dass er gekürt wurde, ja, man bekommt ja mit, dass auch immer wieder Hengste unterwegs ausgesortiert werden beim Landgestüt und er war dann nicht dabei und da steigt die Hoffnung natürlich immer mehr und mit der Körung, da war ich natürlich sehr, sehr glücklich. Und das setzt sich natürlich dann fort über die Prüfung, da war ich noch mal glücklicher und als er dann das Hannoveraner Championat gewonnen hat, ja, da kam ich aus dem Rausch gar nicht mehr raus. Und jetzt der Staccato-Preis, ja, also das ist einfach ein tolles Erlebnis. Ne? Den Stutenstamm haben Sie jetzt ja schon seit mehreren Generationen. Ja. Pflegen den ja auch weiterhin. Ja. Die eine Stute sehen wir hier, dann die Diakontinus mit dem Fohlen haben wir draußen schon gesehen. Was ist für Sie so die herausragende Eigenschaft dieses Stutenstammes, warum Sie sagen, das lohnt sich genau deswegen für mich, mit diesem Stamm weiterzuzüchten? Ja, es sind meistens rittige Pferde, es sind Pferde mit sehr viel Vermögen und sie sind dabei noch klar im Kopf. Und sie sind nebenbei noch schön.
sind eigentlich gute Grundvoraussetzungen. Und wenn Walensky das auch alles so weitergibt, glaube ich, werden wir an seinen Nachkommen viel Freude haben. Ja, das will ich doch hoffen.